zeige kurz, wie man an die Teilnehmerlisten einer gerade gegebenen Veranstaltung rankommt. Wenn man im Adobe Connect Meetingraum oben links auf den Namen des Meetingraums klickt, kommt ein Kontextmenü zum Vorschein, bei dem steht Meeting-Informationen verwalten. Wenn ich da drauf klicke, komme ich auf die Administrationsoberfläche von Adobe Connect und ich sehe hier die Informationen, die zu meinem Raum gehören. Unter anderem, etwas weiter rechts, die Berichtsfunktion. Ich klicke auf Berichte und finde dann die Möglichkeit, nach Sitzungen mir die Berichte anzeigen zu lassen. Nach Sitzungen heißt, hier stehen die Daten, wann der Adobe Connect Raum einmal benutzt wurde. Und ich kann zum Beispiel schauen, am 30.07. wurde er 3 Stunden lang benutzt. Ich klicke hier auf die Nummer der Sitzung und stelle fest, dass Eileen, Petra Mohr und Hanna Musterfrau am 30.07. zugegen waren. Jetzt habe ich die Möglichkeit, eine Teilnahmeliste beispielsweise zu füllen oder ich kann sogar noch die Berichtsdaten herunterladen, sprich eine Datei im CSV-Format auf meinem Computer speichern, sodass ich dann jederzeit abrufen kann, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Raum anwesend war. Noch einmal kurz der Tipp, auf den Namen des Raumes klicken, Hanna Musterfrau in diesem Fall, Meeting-Informationen verwalten und dann landet man auf der Administrationsoberfläche. Rechts Berichte, dann findet man alles, was man braucht.